Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Savage Lands und ich bin nicht alleine. Mit mir dabei ist der Sponti. Moin. Ja, zuletzt haben wir ja erfolgreich endlich den Dungeon gefunden gehabt und den Boss auch wirklich souverän gelöst. Er hat uns nicht getroffen. Und jetzt wollen wir zum nächsten Vorhaben wechseln. Wir wollen jetzt so allmählich die Baumgiganten schroten, unseren Eisenweg abklappern, dass wir dann auch natürlich die Stahlrüstung erstmal haben, damit wir momentan ultimativ ausgerüstet sind. Und natürlich, klar, unser Ziel ist die nächste Insel. Das alles werden wir jetzt in einer Tour verwirklichen. Wir werden jetzt erstmal nur noch diese eine Folge machen, aber wir werden diese Aufnahmesession natürlich dann auch vor Ort beenden. Wir können beim nächsten Mal ja ganz normal weiter. Wir haben jetzt alles dabei, was wir brauchen, alles, was wichtig ist. Und ich denke mal, wir sind auf dem guten Wege dann, dass wir tatsächlich auf diese Insel kommen. Das freut mich. Mich auch, weil ich gespannt bin auf die dritte Insel. Auch wenn es ja wohl nur so eine Arena sein soll. Ja, arenamäßig findet man aber Gold und Silber und ja, also da neue Möglichkeiten, die sich damit auch auftun. Ich musste gerade mal hier mit dem Deutsch mal ein bisschen Unkraut entfernen, weil das hat mich schon massiv gestört, hier andauernd immer durch diesen blöden Busch zu rennen. Ja, ist auch einer meiner Hauptargumenten. Ja, irgendwann ist der Weg zwischen Mauer und unsere Heimat dann komplett frei von Unkraut. Richtig. Von Häuser haben wir es ja schon befreit. So, vor allem haben wir jetzt auch dank den KP ja auch noch die super Bandagen. Die helfen natürlich beim Baumgiganten sehr gut. Mit der neuen, oder jetzt haben wir ja auch ein bisschen bessere Rüstung mit den Stahlhandschuhen und so weiter. Müsste es rein theoretisch definitiv besser gehen als beim letzten Mal, zumal wir jetzt auch noch mehr Schaden machen mit den jetzigen Werkzeugen, sprich Waffen. Ist aber halt immer noch schade, dass es immer noch keinen besseren Bogen gibt. Ja, besseren Bogen, bessere Pfeile, das wäre echt mal. Also da können Sie ganz gerne noch mal was reinpatchen. Würde mich sehr freuen. Das macht auf jeden Fall auch Sinn. Boah, ich habe hier gerade schon ein paar Lecks hier, ey. Bist du gerade in die Region gewechselt, ne? Ja. Deswegen hat es gerade so ganz kurz bei mir auch geleckt. Ne, es leckt immer noch. Ich finde gerade den Tunnel nicht. Warte. Boah, ich habe gerade echt massive Lags. Ah, da habe ich ihn. So, So. jetzt vorsichtig. Ja, der Baumgigant, der wird gestellt Da und. hinten ist er. Sie sehen? Da lauert er, der Kleine, ja. Attacke! Nein, warte, du hast doch die Point nicht gesetzt. Ich mach das da mal eben. Schnell in der Halle. Ich habe echt totale Lags. Was ist denn da los? Er kommt näher. So, Point ist gesetzt. Ach komm, ich versuch's mal massiv direkt auf ihn drauf. Wie ich Schaden nehme. Ich jetzt auch. Okay, ich muss mich zurückziehen. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall zurückziehen. Oh Gott. Aber es klappt. Also ich kann. Ist er jetzt weg? Frag mich gerade, warum du keinen Schaden genommen hast bei ihm. Doch, ich habe Schaden genommen. Er ist aber fast tot. Hau doch nicht den Baum, verdammt! Er ist tot! Jawohl! Ich habe ihn umgebracht! Jawohl! Das. Jetzt werde ich sein After looten. Oh Gott. Hier, Rune auf Worship. Ja, das ist genau eine der Runen, die wir brauchen. Soll ich sie dir mal zuwerfen, damit du sie auch sehen kannst? Ja, gerne. Kann ich Dann die auch werde mal ich. zeigen. Wo haben wir? Weiß ich. Und wir haben auch noch mal ein Everwood bekommen. Ja, das ist schön.
das ist wunderbar. Wir haben die Rune auf Warship. Ich pass auf. Ich werf sie dir mal hin, du hast ihn erlegt. Deine Beute, die liegt da vor deinen Füßen. Also meine Beute. Auf deinen Füßen, unter deinen Füßen, wie auch immer. Aber hier war das letzte Mal noch ein zweiter. Ja, okay, das war, glaube ich, ein bisschen buggy. Da waren ja zwei ineinander. Aber vielleicht war es nur wegen dem Spawnpunkt. Vielleicht ist ja trotzdem noch ein zweiter. Sind ja hier auch sehr gut getan durch die Bäume. Ich bezweifle es nicht, weil die waren wirklich genau ineinander. Ja, aber dann hätten wir schon mal die erste. Das ging ja so flott. Weißt du noch, wir haben eine ganze Folge gegen den Baumgiganten gekämpft. Über. Das ist unfassbar. Also wir sind jetzt so viel stärker und besser geworden. Durch die Ausrüstung auch. Das ist ultimativ. Also jetzt, ich konnte da wirklich 4-5 Schläge von ihnen kassieren, ohne dass ich gestorben bin. Vorher kommt mir, glaube ich, ein und dann kommt mir mit Glück nochmal weglaufen. Genau. Ja gut, dann ist doch die nächste Mission, würde ich sagen, den Eisenpfad entlang zu gehen. Ja, sofern hier tatsächlich keine Bombengigant mehr ist, aber er scheint tatsächlich nicht mehr hier zu sein. Schade, schade, schade. Hätte mich über einen zweiten gefreut. Ja, durchaus, aber gut, man muss die auf den Spots der Insel finden. Das heißt, das ist dann unsere nächste Mission, die erstmal zu suchen und zu finden natürlich. Geht viel zu schnell mit dem Baumgiganten. Ich habe mit der Folge so ganz anders geplant, so ein epischer Abschluss. Ja, so gerade die Baumgiganten erledigen. Genau, so kurz vor Folgenende. Richtig. Und jetzt haben wir noch so viel Zeit. Ja, das ist wirklich. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Das war sehr schön, muss ich mal gestehen. Endlich mal etwas, was wirklich souverän lief und gut verlaufen ist. Ich bin zufrieden, durchaus. Ja, endlich mal was geplant geklappt hat. Ja. Meistens gehen unsere Pläne ja nicht auf, wie wir wissen. Nee. Siehe Dungeon suchen. Anfang der Aufnahmesession. Und Dungeon suchen fand ich ja noch irgendwie einfacher, prinzipiell, als Baumgigant erledigen. Aber irgendwie hat sich das jetzt falsch rum bestätigt. Genau. So, die mache ich jetzt mal weg, die Büsche. Die gingen mir schon so oft auf den Nerv, dass ich ja gesagt habe, man sieht gar nicht die Elementarviecher. Ich werde zwar jetzt sehr frieren, aber das ist mir jetzt gerade die Sache wert. Ich werde dir genüsslich von hier oben zuschauen. Das machst du schön. Ja, ging mir echt tierisch auf den Nerv. Man konnte dann nie auf die andere Seite schauen. So, jetzt bin ich natürlich fast tot. Natürlich, aber wenn wir jetzt hochlaufen und dann nach straight links, sollten wir beide Lagerfeuer finden. Ja, aber nee, straight rechts. Ja, rechts müssen wir sowieso, lange wir den Eisenpfad einmal rumgehen wollen, das machen wir ja auch. Da haben wir auf jeden Fall Lagerfeuer. Also da hatte ich ja, oder haben wir mit der Zeit welche hingebaut. Ja, so ein paar Millionen. Ja, da haben wir so ein paar. Aber praktisch City Skyline gespielt und eigentlich auf jedem freien Fleck nochmal ein Lagerfeuer hingesetzt. Genau. Aber es freut mich echt, dass wir das so geschafft haben. Also hätte ich im Leben nicht mitgerechnet. Auch nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich war nicht guter Hoffnung. Ich hätte gedacht so, oh, da werden wir bestimmt 4-5 Mal sterben. Bis wir dann einen umgebracht kriegen. Aber, angenehm. Jetzt, weißt du, wo wir nicht gestorben sind, haben wir so einen Spawnpunkt gesetzt. Wo wir Millionen Mal gestorben sind, haben wir es nicht gemacht. Fällt dir was auf? Ja. Man lernt dazu, man wird besser, aber in der Vergangenheit waren wir einfach scheiße. Ja, das stimmt, ja. Wir waren schon echte Noobs. Aber gut, also wir haben ja auch immer wieder betont, dass wir mit dem Spiel gelernt haben, ne? Also, wir hatten ja keine Ahnung. Das stimmt allerdings. Natürlich auch mit dezenter Hilfe, dank der Kommentare. Ja. Aber man hat auch dazu gelernt, durchaus. Wir sind ja auch stets bemüht. Ja, steht dann auch in unserem Zeugnis drin. Wir waren stets bemüht, Savage Land zu spielen. Genau, unser Let's Play-Zeugnis. Bemüht zu überleben, bemüht Nahrung zu finden. Nicht ganz erfolgreich beim Kämpfen.
beste Survival-Zeugnis, was es gibt. Richtig. Wir müssen natürlich noch ein bisschen hier aufpassen, weil jetzt sind wir auch näher am Drachen dran. Oh ja, oh ja. Der Drache ist ja jetzt angriffslustig. Na, Skelett, willst du runterspringen oder was machst du hier? Er hat sich in Sicherheit vor den Hirschen gebracht. Richtig. Na, kleine Ziege, bist du im Bande mit den Hirschen? Das sind Speer. Richtig. Hirschbock. Oh nee. Ja, Schneesturm. Yippie, yippie. Wir hatten erst, okay, der Hirschbock sah aber sehr komisch aus. Wir hatten erst vor dieser Folge, hatten wir schon Schneesturm, haben wir extra abgewartet im Haus, damit wir dann die Folge mit klarer Sicht beginnen. Aber wie man sieht, hat das viel gebracht. Es könnte auch sein, dass wir in höherer Lagen mehr Schneestürme kriegen. Gut, aber ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn sie das mal in den Griff kriegen mit den Schneestürmen. Also von der Optik her. Ja, da hinten warst du ja schon dran, ne? An den Iron. Ja, an einem Fleck bin ich gerade, genau. Warte, ich muss die Augen zusammenkneifen. Man sieht hier aber auch nichts. Extreme, bist du das? Uiui, auch nicht. Du bist ja gar nicht extrem. Boah, der Schneesturm ist echt ätzend. Ja. Das ist einer der Highlights dieses Spiels. Oh. Ach, der Müll liegt immer noch. Die haben wir schon rumgemüllt. Ja, man sieht, es braucht ein paar Jahre, um Sachen, ja, in Bio-Erde umzuwandeln. Richtig. Es muss ja immer das Feuer auch an sein. Genau. So. Dann nochmal eine kleine Bandage können. Ja, loslaufen. Und dann nochmal. Nein, wir hatten da hinten, wo wir den Oger hatten, ne? Ich glaube, da läuft auch ein Baumgigant rum. Ja, ist auch so. Ja. Ich meine, den haben. Habe ich schon mal auf meiner Flucht gesehen und so panisch vor ihn abgehauen. Ja, Baumgiganten hatten wir schon ein paar gesehen auf der Insel, aber die waren halt so in der Inselmitte. Was tust du denn hier? Bleib doch jetzt stehen, verdammt. Wie schön schnell das jetzt auch mit Iron geht. Die Schläge ist ein Traum. Toll, jetzt habe ich irgendeinen Müll mitgesammelt. Soll noch ein paar Steine abkloppen? Ja, habe ich auch gemacht. So, dann komme ich dir mal entgegen hier in diesem unheiligen Sturm. Kannst du mich einfach nicht finden? Huch! Warum bist du da? Das steht schon weg. Iron! Sieh mal einer an. It's magic. Yes. Ja, ich glaube aber auch, dass wir das mit der Rüstung, also die Stahlrüstung, sollte relativ bald machbar sein. Vielleicht müssen wir noch ein drittes Mal, also einmal müssen wir auf jeden Fall nochmal hier lang gehen. Vielleicht auch nochmal ein drittes Mal. Im höchsten Fall ein viertes Mal. Aber dann hätten wir es auch wirklich endgültig. Dann hätten wir Stahlklamotten komplett. Aber kann man ja immer mal so nebenbei mal einfach drüber laufen, so wie jetzt gerade. Hat ja nicht so viel Zeit gekostet. Eben. Kann man das machen. Ein Elementarvieh. Ja. Ah ja, oh, die sind ja nicht mal mit einem Pfeil erledigt. Nee, nicht mehr. Wir müssen einfach schnell hier mal rüber schwimmen. Ja. Also wir müssen uns jetzt sowieso immer irgendwo an Landesinnere halten. Um dann halt noch weitere Baumgiganten zu treffen. Ah, so eine Holzstelle, die mache ich mal kaputt. Die gibt ja immer relativ viel Holz. Ja, das stimmt allerdings. Die kann man mal immer so nebenbei mitnehmen. So, erstmal mit der Machete durch den Dschungel schlagen hier. Ja, keine Ahnung. Dann würde ich einfach sagen, hauen wir einfach mal in diese Richtung ab da. Einfach im
in der Mitte dieser Insel. Ja, ganz genau. Oh. Diese Kälte. Mach mal schnell Lagerfeuer. Ja. Weil ich hier nicht setzen kann. Wieso kann ich dich hier nirgendwo setzen? Na, ist manchmal immer komisch mit Sachen setzen. Alter, die ganze Fläche ist doch frei hier. Alter. Okay, ich glaube, dass das... Hier. Ja klar, nur da kann man es setzen. Das ist ganz normales Lagerfeuerverhalten. Na, selbstverständlich. Was willst du denn, Kleiner? Ich glaube, er hat dich gerade vergiftet. Nö, hat er nicht. Ich nehme ja trotzdem eine Bandage wegen der Erfrierung. So. Und weiter geht's. Ja, jetzt ist halt die große Sucherei angesagt. Die Suche der Baumjäger. Baumgiant! Hello! Come back to me! Was sind die denn? Nüsse? Hat sie mit Nüssen locken? Genau, kommt dann an wie so ein Trüffelschwein. Genau, so, oder so ein Pappkarton, weißt du, auf dem Stock stehen, mit einem Band drum, Nüsse drunter legen und wenn der drunter geht, dann ziehen wir einfach dran. Ja, zieht bestimmt. Oh! Oh, irgendwo hier ist ein Baumgiant. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Ja. Ich merke es immer noch. Aua. Au. Ich muss mich mal eben heilen. Ich war noch nicht voll geheilt. Und der hat mich ein bisschen überrascht. Hast du auch einen? Nee, ich hab nur deinen gehört. Ach so, ich dachte schon, das ist auch ein. Wo ist denn deiner? Du hast nur einen Bär hinter dir her. Hast du deinen Baumgiganten verloren? Nö, der war gerade noch hinter. Da hinten ist er doch. Der hockt da. Ach komm, ich klopf mit drauf, das bringt mehr. Oh! Jetzt muss ich weg. Das gibt doch nicht! In Ernst? Ja, mein Nein, Ernst. Ich bin auch tot. Ach, wir haben keinen Point gesetzt. Oh. Ja, ich weiß, wir sind schlau. Jedes Mal. Ah, ich war auch doof. Ich hätte um den herumlaufen müssen. Also so um den herumtänzen. Weißt du, wie zuletzt? Ja. Hätten wir da schon machen sollen, hast du recht. 600 Meter, dein Ernst. Ja, wir Was waren... Was haben wir gesagt? Wir lernen mit dem Spiel? Genau. Oder wir versuchen zu lernen und vergessen alles gnadenlos. Ja. Früher waren wir nur Noobs. Heute sind wir einfach nur scheiße. Heute sind wir Kack-Noobs. Ja. Ja, es ist furchtbar. Eigentlich hätten wir echt daraus lernen müssen, ey. Ja. Wir, eben, weißt du, eben noch so richtig großkotzig, so, ja, das ist ja nix und wir setzen ja nie und bla. Und ja, richtig, ja, ja. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich sterbe gleich nochmal. Scheiße, hätten wir nicht durchs Wasser laufen sollen. Ja, ich bin auch noch so doof und feige hier. Es ist unfassbar, nein, ey. Toll. Wenn ich schnell zu meiner Leiche komme, kann ich noch überleben. Ich bin ja nur noch 320 Meter. Läuft. Ich muss bestimmt noch über dem Fluss. Okay. Hab vielleicht bin ich gestorben. Aber nur vielleicht. Ja. Ich habe noch 300 Meter vor mir. Ich schaff's zumindest weiter als du. Die Frage ist, nein, du schaltest doch. Wie weit komme ich? Ach Mann. Immer diese dummen Fehler, die da passieren. Fehler sind passiert, ja. Keiner kann was dagegen machen. Eigentlich sind wir unschuldig. Eigentlich ist es die Spielmechanik, die versagt hat. Genau, Fehler wurden begangen. Richtig. Entscheidungen wurden getroffen. Wir wurden gegen uns für den Baumgiganten
Ja, ich wollte gerade sagen, Leben wurden zerstört. So, kann ich hier noch ein bisschen oben drauf klettern? Lebst du immer noch? Ja, noch, ja. Ich Wie glaube, hast du ich das habe denn es geschafft? tatsächlich sogar bis dahin. Mit ein bisschen Glück. Aber der Baumgigant lebt ja noch, also nein, eher nicht. So, ich bin tatsächlich da. Der Baumgigant hat mich gesehen. Er verfolgt mich. Ja, lock ihn mal ruhig weg. Ja, klar. Habe ich jetzt alles aufgehoben? Nein, ich erfriere jetzt. Schnell was essen. Habe ich jetzt. Das habe ich, das habe ich. Ja, ich habe, glaube ich, alles. Nein, ich glaube nicht, dass ich die Stadt noch schaffe. Ich habe nur noch 260 Meter vor mir. So, ich habe nochmal schnell ein Feuer gemacht und ich setze einen Pike auf Resurrection hier hin und nutze das. An diesen Pike müsste ich eigentlich schnell ran, bevor ich meine Leiche aufsammle. Puh, ich nehme mal heilen. Oh, ich bin schon fast komplett tot. Aber bei mir war es auch ganz, ganz knapp. Also wirklich noch eine, weiß ich nicht, 5 Sekunden länger, ich wäre tot gewesen. Bei dir ist Lagerfeuer und sowas, ne? Ja. Bei mir wird es mich echt knapp. Bei mir ist ein Lagerfeuer. Ich sehe dich noch nicht mal. Ich sehe nicht mal das Lagerfeuer und ich habe nur so einen Mikrobenstrich. Das gibt's doch nicht! Oh nein, das ist wieder so ein Ereignis vor dem Kühlschrank verhungert. So, Richtig, ja. Ey, das ist doch nicht wahr. das gibt's doch nicht. Wieso? Ich bin halt übers Wasser gesprungen die ganze Zeit. Ich bin auch die ganze Zeit gesprungen. Das ist ja komisch. Mann. Unfassbar. Ich versuch's jetzt einfach mal nochmal ganz schnell jetzt gegen Ende. Der ist ja fast tot. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Da ist er. Du könntest mir ja auch mal am Ende des Flusses noch mal so ein näher an mich ransetzen, so ein Pfeil auf Dingens. Och, jetzt nervt doch nicht, ihr kleinen. Och, ne, jetzt kommen sie alle hier. So, jetzt nervig. Er ist fast tot, er ist fast tot. Komm, Extreme, hau ihn kaputt. Hau ihn kaputt, nein. Marie, Marie. Nein, ich bin fast tot. Ja, er ist tot. Boah, war das knapp. Oh, ich habe nur noch ein kleines bisschen Leben. Und diese anderen Viecher sind auch noch hier. Verzieht euch. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Seine Kinder quasi, die Baumwesen. Richtig. Boah. So, ja, jetzt muss ich mich natürlich erstmal wieder heilen. Hat er denn überhaupt jetzt was dabei gehabt? Ich schau mal eben ganz kurz nach. Ja, er hat eine Rune auf Rhodes dabei. Sehr schön. Und dreimal Ember. Nice. Und drei Spirit Shards. So, ich komme mal in Richtung Nee, also von jetzt dir. sollte das eigentlich reichen. Jetzt bin ich mit wesentlich mehr Energie rübergekommen. Jetzt Okay. bleibt nur bei den Point stehen, weil dann kann ich da mich gleich mein Dings setzen und dann kann ich meine Leiche danach looten. Ich bin jetzt Okay, sehr ich. optimistisch. Ja, pass nur auf, dass du auf dem Weg hierhin nicht irgendwelchen Tieren in die Arme läufst. Das wäre schön. Aber sehr viel Auswahlmöglichkeit habe ich nicht. Ich sagte, ich bin mit mehr Leben. Nicht mit viel mehr Leben. Ja, zumal auch nackt und so. Richtig, meine einzige Hoffnung ist, dass ich mit meinem letzten Atemzug auf diesen Pine reinkommen, rankomme. Während ich sterbe, ich praktisch meinen Point setze. Ich versuche dir die Sicht zu erleichtern und hier mal ein bisschen in der näheren Umgebung mal alles wegzuhacken. Ah. Feuer aus? Nein. Ja! Boah. Natürlich ist hier ein Bär, natürlich. Oh, jetzt kann ich schnell meine Leiche einsammeln.
kommt denn jetzt hier noch alles? Bären, Waldwesen, Baumgiganten, was fehlt denn noch? Drache fehlt noch. Drache erwache! Jetzt habe ich den wieder so gelootet, verdammt. Puh, gut. Schaffst du es? Ja, ich nehme noch kurz meine Hammers auf. Mein Schwert, meine ich. Alter, ich will die Leiche nicht. Ich will mein Schwert haben. Ich will die Leiche nicht. Ich will mein Schwert haben. Danke. So, wo war die Feuerstelle? Da. Das war echt dramatisch, aber wir haben es geschafft. Wir haben 2 von 4. Ja, 2 von 4. Ich würde mal sagen, das ist schon ein guter Schnitt. Vor allem für diese Aufnahmesession, die doch recht kurz war, haben wir viel geschafft. Und vor allem, wenn euch diese Folge hier gefallen hat, dann zeigt es doch gerne mit einem Daumen nach oben. Guckt doch gerne beim Sponti rein, wie episch er kurz vorm Ziel gestorben ist. Dieser epische, dramatische Moment. Man müsste es eigentlich mit Musik hinterlegen, um das Ganze nochmal in Szene zu setzen. Es ist einfach unglaublich. Aber wie gesagt, schaut gerne dort rein. Seid auch gerne beim nächsten Mal dabei. Das wäre auch dann schon übermorgen. Und wir verabschieden uns erstmal hiermit und sagen bis dahin. Tschüss. Ciao.